Ich hatte eine weitere Begegnung mit einem Teufel. Er sagte mir, hier sieht jeder seinen Vorteil und er sieht zu, wo er seinen Profit machen kann. Und er kopierte meine gemalten Bilder. Zugegeben, ich malte Picassos Bilder auch nach und auch so manche andere Bilder aus Kalendern nach, und um davon zu lernen. Aber ich sagte auch immer etwas dazu, wenn ich sie jemandem zeigte und wenn ich aus den Bildern nur eine neue, ähnliche Form und auch neue Farben gab. Aber ich machte keines meiner Bilder oder der nachgemalten Bilder zu Geld und vermarktete sie auch nicht heuchlerisch wie dieser Teufel von Mann, der meine Bilder nachmalte und sie dann vermarktete und zu Geld machte, wie ich stark vermuten kann, und meine Bilder als seine Bilder ausgab. Und er sagte mir auch noch, ihm fiele keine Motive mehr ein, die er malen könnte. Also greift er sich gemalte Bilder von unbekannten Künstlern, die noch nicht ausgestellt haben und es wahrscheinlich auch nie werden. Und er vermarktete sie als seine Bilder. Er kopiert sie oder er machte Drucke davon, wenn er sie nachmalte, und er verkaufte sie unter seinem Namen. So sagte er mir. Und, ich bekomme Ängste und schlaflose Nächte, wenn ich an diesen Mann denke. Ich habe einige Bilder, die ich aus mir selber herausgemalt habe. Alles an diesen gemalten und gezeichneten Bilder kam aus mir heraus, und wie ich auch schon sagte, ich würde andere Bilder, die ich nachgemalt habe und nur interpretierte in ähnlicher dinglicher Formgebung und in eigenen Farbgebung, die würde ich nie unter meinem Namen verkaufen, wie ich sowieso noch nie ein Bild verkaufen würde. Es scheint einen Markt zu geben, wo heuchlerische und skrupellose Personen gemalte und gezeichnete Bilder projizieren und abmalen und sie fotografieren oder sie fotografieren und dann zu drucken auf Leinwand oder Papier machen und alles dann verkaufen. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Kunstmarkt und noch enttäuschter bin ich von diesem Mann, der meinen gemalten, gezeichneten Bilder vermarktete und ausstellte, in seinen Namen vermutlich. Nun bekomme ich schon Angstzustände, wenn ich wieder ein nur aus mir kommendes Motiv male. Und auch meine Texte, die ich schrieb, so vermute ich, wurden von anderen Personen vermarktet und verkauft. Oder zumindest wurden vielleicht die Texte benutzt unter anderen Namen.